Wir fahren weiter in den Norden, an die Küste. Jetzt in den Monaten mit R gibt es dort eine besondere Spezialität, ganz frisch aus dem Meer. Muscheln. Und die genießen wir heute auf der nordfriesischen Insel Amrum. Miesmuscheln. Davon können Sie nicht genug bekommen. Die Gäste nicht, die auf Amrum Urlaub machen. Und Gunnar Hesse auch nicht. Denn was in die Töpfe des Chefs vom Norddorfer Hotel Seeblick kommt, muss vor allem regional sein. Und am besten direkt von der Insel. So wie auch das Gemüse für den Weißweinsud. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich Muscheln vor Pizza gegessen habe oder solchen Sachen. Und das war schon während meiner Schulzeit, wenn ich dann frei gehabt hatte, hat meine Oma immer direkt nach der Schule gab es immer schön Muscheln im Sud. Eine ganz klassische Variante und das ist bis heute auch mein Favorit der Muscheln. Hier wachsen sie, im Watt vor Steenodde. An diesem Morgen will Gunnar Hesse seinen Gästen aus Hessen zeigen, wie frisch seine Ware ist. Aber auch, dass es die Miesmuscheln nicht mehr so leicht haben. Denn sie haben Konkurrenz bekommen. Ich habe hier was gefunden. Hier sieht man schön, das sind die Miesmuscheln aus diesem Jahr. Das ist die sogenannte Muschelblut. Und hier hat man auch Austern von diesem Jahr. Das ist so eine einjährige Auster. Und das, was Gunnar da in der Hand hat, ist vermutlich so drei Jahre alt. Lösen Sie sich diese. Noch vor 10 Jahren war hier eine reine Muschelbank. Heute sind mehr als 50% des Wattbodens mit Austern bedeckt. Ausgebüxt von einer Sylter Zuchtanlage. Und das ist nicht nur mies für Muscheln. Wie zum Beispiel die Eiderente. Die nimmt so eine Miesmuschel, wie sie wir hier haben, schluckt sie runter und knackt sie in ihrem Muskelmagen. Das kann sie mit einer Miesmuschel machen, die vielleicht so 2, 3 und 5 cm groß ist. Aber die Arten, die können die Austern hier nicht runterschlucken. Sie sehen selbst, sie sind sehr scharfkantig. Ein Riesenteil hier. Junge, Junge. Das ist ja Wahnsinn. Dass sie also hier so rumliegen und auch so Riesenteile, das war mir eigentlich jetzt neu gewesen, muss ich schon sagen. Die Amrumer Wildaustern haben zwar eine harte Schale, doch viel Eis im Winter können sie nicht so gut ab wie die heimische Miesmuschel. Und jetzt können wir sie essen. Ja, bitte. Wer will, darf sich für den Hausgebrauch frei bedienen. Um sich abends in der Ferienwohnung ein paar der großen Austern zu überbacken. Und obwohl sie auf Amrum viel Platz zum Wachsen haben und topfrisch sind, rohe Austern sind nicht jedermanns Sache. Gunnar Hesse weiß das und serviert sie heiß. Eingewickelt in Speck, in der Pfanne gebraten und auf Kartoffelsalat serviert. Oder die asiatische Variante, in Tempura-Teig getaucht und frittiert. Oder mit Blattspinat und Sauce Bernays überbacken.